Ja, dann darf ich euch herzlich zu unserem Webinar heute, Agile Transition, die Umsetzung, begrüßen. Das ist die zweite in unserer Reihe. Wolfgang wird nachher noch kurz was auch als zum Recap sagen. Ja, bevor wir dann wirklich ins Thema einsteigen, vielleicht noch ein paar Worte auch zu uns. Wer sind wir? GPD, die Agile Change Agency. Wir begleiten Personen und Organisationen auf ihrer agilen Reise, auf ihrer Veränderung. Ja, und dabei haben wir drei Schwerpunkte bei uns. Das eine ist das Training, wo man quasi das Wissen, die Methoden, das Handwerkszeug, die Toolbox für die Missionen unterrichten, an den Mann, an die Frau bringen. Zum anderen das Coaching, wo man dann von On-Site Scrum Master, Interim Scrum Master Reihe bis hin zu Einzelgesprächen und Mentoring die Leute und Organisationen begleiten. Und das Ganze vermehrt im Bereich Scaling, sprich wenn mehr als ein Team an dem ganzen Vorhaben ja, beteiligt sind. Ne? Insofern, und aus diesem Nähkästchen wollen wir heute dann wieder ein bisschen plaudern. Ja, dann danke Chris einmal für die Einleitung. Dann darf ich euch auch herzlich begrüßen heute zu unserem Webinar im Agile Transition, die Umsetzung. Ihr werdet von mir ein paar Erfahrungswerte hören. Einmal gleich vorweg, wer bin ich? Wolfgang Richter Hallo. ist mein Name. Hallo. Ja, was macht mich aus? Ich bin Vater von zwei wunderbaren Töchtern, die jetzt gerade auch einen Stock höher gerade darauf warten, in den Musikunterricht gehen zu dürfen. Aber das schaffen sie auch schon selber. Ich habe als Hintergrund Ausbildungen, ich habe Telekommunikation und Informatik studiert und auch mein Doktorat aus Informatik gemacht und habe mir dort schon mal den Schwerpunkt agile Organisationsstrukturen gesetzt. Und das war, müsst ihr euch vorstellen, so Anfang der 2000er Jahre, wo der Begriff Agilität gerade einmal geprägt worden ist und wo die Universitäten damit so ziemlich gar nichts anfangen haben können. Es war eine spannende Suche nach dem Professor, der diese Dissertation dann überhaupt nochmal betreuen wollte. Da habe ich 2 Jahre gebraucht, bis ich jemanden gefunden habe, aber dann ist es spannend gewesen und dann war es auch eine Mischung aus eben Betriebswirtschaft und dann halt auch diesen technischen und psychologischen Aspekten. Ja, später habe ich mich dann noch weiterentwickelt in Richtung Less-Trainer und Scrum-Trainer, also habe auch diese Zertifizierungen dann gemacht, darf auch diese Kurse halten, die Zertifikatskurse. Und wenn ich jetzt gerade nicht im Beruf unterwegs bin, dann seht ihr da unten in der Folie so ein paar Interessen von mir. Also wenn ihr privat Lust habt, so mal mit mir über etwas zu plaudern. Die Reihenfolge stimmt auch ganz. Ich würde nur Musik nur eins noch vortun, aber also Autos, Musik, Comics und dann der Rest, das ist so ungefähr, sind meine Interessenschwerpunkte auf privater Natur. Es kann auch sein, dass immer wieder mal Analogien davon einfließen in meine Vorträge. Also ihr wisst dann, woher das Ganze kommt. Ja, gehen wir zum Thema. Der Chris hat schon gesagt, wir machen einen kurzen Rückblick auf das, was in der ersten Folge von dieser Webinarreihe war zum Thema agile Transition. Und in der ersten Folge haben wir über die Vorbereitung gesprochen und haben euch, oder allen, die dabei waren zumindest, die 10W-Fragen präsentiert, die wir verwenden, wenn wir in eine agile Transition gehen. Das ist für uns quasi eine Checkliste, was im Vorfeld alles zu berücksichtigen ist, wo man einmal drüber schauen muss, was man tun muss, damit aus unserer Sicht eine agile Transition überhaupt einmal die Chance auf einen Erfolg bekommt. Ja. Ich sage jetzt für mich persönlich, ehrlich gesagt, wenn diese 10 Punkte nicht erfüllt sind oder nicht erfüllbar sind, ich persönlich mache dann die Transition gar nicht mehr. Also ich bin inzwischen so weit, dass ich sage, das haben es mir meine Nerven dann auch nicht mehr wert, da in etwas zu investieren. Ganz kurz, ihr könnt das Webinar, ihr habt da auch den YouTube-Link drauf gehabt und so weiter, ihr könnt das natürlich auf unserem YouTube-Channel oder auf SlideShare dann nachlesen und nachhören. Was sind die 10W-Fragen, die wir stellen am Anfang? Ganz am Anfang haben wir diese Unterstützung von Executives, also von den Management-Ebenen. Das heißt, wollen wir die Veränderung? Wo stehen wir? Was ist der Ausgangspunkt? Was ist unsere Zielsetzung? Also warum wollen wir überhaupt diese Veränderung und was wollen wir damit erreichen? Wer benötigt Unterstützung? Ja, eigentlich ist das eine ganz eine wichtige Frage immer. Da werden wir auch in der heutigen Folge ein bisschen drauf eingehen oder ein bisschen mehr drauf eingehen sogar. Und wessen Unterstützung brauchen wir für das Ganze? Also wir definieren eine Transition immer auch gerne als Reise und nehmen auch diese Analogien und Metaphern dafür dann her. Und
auf dieser Reise kann natürlich viel passieren. Und wenn man eine Reise macht und in Neuland aufbricht, naja, dann wäre es schon einmal gut, dass man jemanden hat, der auch mit einer Neulandsituation umgehen kann oder eben in diesem neuen Land schon einmal selbst gewesen ist. Welche potenziellen Auswirkungen gibt es? Also Risikoanalyse, das kommt eher aus dem klassischen Change Management, genauso wie der Punkt 7, mit wie viel Zeit und Budget steht zur Verfügung. Wen kann es beeinflussen? Spannenderweise höre ich diesen Punkt selten zu Beginn. Oder entweder ist es auch dann die Aussage, aus diesem Grund können wir gar nicht starten. Also das heißt, welche Phasen gibt es? Wie wirkt sich das auf Projekte, Kundenbeziehungen oder eben Produktentwicklungen aus, die schon stattfinden? 9 und 10, naja, irgendwo möchte man auch Fortschritt erkennen können, also nicht nur subjektiv, sondern auch messbar machen können. Das heißt, in dieser Frage, wie definieren wir Fortschritt für uns überhaupt? Also wie ist der Fortschritt einer Transition? Das kann man natürlich subjektiv beantworten. Wir sind zufrieden damit oder man kann es eben dann auch messbar machen, wenn man konkrete Ziele gesetzt hat. Und woran erkennen wir, dass die Veränderung gut genug und nachhaltig ist? Also, dass wir auch für uns selbst, für die Organisation, diese Akzeptanzkriterien definieren. So, das war jetzt der ultra kurz Rückblick vom letzten Webinar, wo wir letztes Mal so ungefähr 45 bis 50 Minuten drüber gesprochen haben. Aber wenn es genauer nachschauen wollt, wie gesagt, das gibt es ja auf unserem YouTube-Channel. Zum heutigen Thema. Vorbereitung, ja, ganz wichtig, aber irgendwann geht es dann einmal los, dann kommt die Umsetzung. Und was machen wir und was bedeutet wir für uns Umsetzung? Also, wie gesagt, was wir teilen wollen heute sind unsere Erfahrungswerte, unsere Ausbildungen. Ja, Case Studies sind da natürlich dann sehr viele schon eingeflossen. Und gerne dann auch Erfahrungsaustausch gegenseitig. Also ich bin auch sicher, dass ihr genug Erfahrungen damit gesammelt habt. Vielleicht, wenn nicht alle, aber zumindest manche. Und vielleicht können wir da auch noch am Schluss ein bisschen so einen Erfahrungsaustausch auch machen. Ihr müsst mir auch nicht überall zustimmen. Also das erwarte ich gar nicht. Wie gesagt, das ist die Welt so, wie sie sich für mich die letzten 20 Jahre und für uns dann im Unternehmen dargestellt hat. Also ich bin gespannt, ob es da vielleicht sogar gegenteilige Meinungen gibt. Kann ja auch sein. Aber eine Merkregel, die für mich einfach ganz wichtig geworden ist, seit ich eben mit Veränderungen und auch im klassischen Sinne früher Change Management zu tun gehabt habe, vor allem, wie ich aber gesagt, bei meiner Ausbildung, bei der Dissertation. Hardware-Prozess, der Markus Kern kann ich Hilfe gebrauchen. Ja, vor allem damals bei der Dissertation, eben gesagt, das war für mich Technologie, Betriebswirtschaft und Psychologie. Und die Merkregel, die für mich ganz wichtig ist, bei jeder Veränderung ist, organisatorischen Veränderung ist, sie kann nur stattfinden, wenn sich Personen verändern. Was ich sehr oft erlebt habe und natürlich auch noch immer erlebe, ist, wenn man in ein Unternehmen geht, dann kommt dieser schöne, ominöse Satz, die Organisation muss sich verändern. Ja. Das klingt dann immer für mich einmal am Anfang so, die anderen. Ja. Aber irgendwie wird es schon gehen, irgendwie wird es schon möglich sein, irgendwer wird es schon machen und da gibt es sicher ein Patentrezept und dann funktioniert es und fertig und ich folge dem oder und dann war es das. Aber im Endeffekt, wenn wir wirklich von organisatorischen Veränderungen sprechen und die Organisation hat, dann ja natürlich auch wieder mal sehr viel Ähnlichkeit mit dem Organismus. Also in meiner Ausbildung habe ich da sehr stark immer wieder mal dieses Viable System Model vom Stafford Beer hergenommen aus den 50er Jahren, der Organisationen mit Organismen verglichen hat und die Effekte und so weiter und die Wechselwirkungen, die da drinnen vorkommen. Und dabei gibt es da sehr viele. Entschuldigung, könnte bitte jeder schauen, ob er gemutet ist, weil es ist immer, sind immer sehr viele Nebengeräusche. Danke. Das war Frau Petra sowieso. Gut, Dankeschön. Und wie gesagt, da gibt es sehr viele Übereinstimmungen oder beziehungsweise Dinge, die ähnlich funktionieren und sich ähnlich darstellen. Ja? Und da, wenn man da jetzt ein bisschen weiterdenkt und auf diesem Pfad bleibt, dann muss man sich auch einmal überlegen, erstens einmal, was heißt jetzt Veränderung überhaupt? Da ziehe ich immer sehr gerne mal zuerst das Wörterbuch zu Rate und da steht eben drinnen etwas von Realisierung, Durchführung oder wir tun es einfach. Ja? Also Veränderung bedeutet, sich zu verändern.
Und das ist ein aktiver Vorgang. Das ist nichts Passives, das irgendwie nebenbei und zufällig und es passiert halt einfach, sondern das ist ein aktiver Vorgang. Das heißt, jeder und jede, der da drinnen beteiligt ist, müssen sich irgendwie dran aktiv beteiligen und müssen sich auch aktiv verändern. So, das ist der philosophische Ansatz, würde ich jetzt einmal sagen. Gehen wir ein bisschen einmal weiter ins Konkretere. Was ändert sich? Ja, wenn man jetzt in die Unternehmung hineinschaut, also wenn wir uns eine Organisation einmal vom Aufbau anschauen und vor allem, wenn ich jetzt meine Erfahrungswerte auch wieder aus den letzten 20 Jahren hernehme und auch aus sehr vielen Gesprächen, einerseits mit Kunden, andererseits mit eben auch Kollegen oder halt eben befreundeten Coaches, Managern und so weiter, die halt dann für Veränderungen zuständig waren, auch aus der Entscheidungssicht vielleicht oder aus der Führungssicht, dann habe ich sehr oft beobachten dürfen, nicht immer zu meiner Freude, dass gewisse Ebenen, gewisse Bereiche mal sehr stark und sehr klar adressiert werden und andere komplett vergessen werden. Was ich mir dann einmal zurechtgelegt habe, ist für mich ein eigenes Modell, das so auf drei Ebenen basiert von Organisationen, das sich einmal sehr bunt darstellt, wo ich in die oberste Ebene diesen Begriff Agilität hineinschreibe. Ja, wir sprechen ja von agilen Transitionen. Theoretisch könnte man das Modell natürlich auch für jede andere Veränderung hernehmen, aber bleiben wir mal bei diesem Fokus. Und das oberste, eben die Agilität, da ist einmal die Fragestellung gewesen damals für mich, was ist einmal Agilität? Ja, klingt wie eine banale Frage. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich diesen Satz gehört habe, wir machen agil seit Jahren. Ja, also wenn ich in ein Unternehmen komme oder mit jemandem spreche und ich höre den Satz, wir machen agil seit Jahren, dann geht bei mir inzwischen so eine rote Laterne auf und das bedeutet für mich, da ist vielleicht irgendwo ein Missverständnis noch vorhanden. Also es klingt so nach Methode oder so. Ja. Also irgendwo gibt es da eine Methodik, nach der Methodik kann man arbeiten, da sind Prozesse dahinter, da sind Strukturen dahinter und dann kann man agil machen. Ich glaube, das ist eins der größten Missverständnisse oder zumindest eins der größten, das mir auf dem Weg da immer wieder begegnet ist. Agilität ist, wenn man jetzt einmal die Literatur hernimmt und vor allem auch die ganze Begriffsdefinition, erst einmal unabhängig von Flexibilität und so weiter, sondern was in der Ebene stattfindet, das ist eine Einstellung. Also im Englischen hat man immer wieder diesen Begriff Mindset, ja. Was man auch manchmal liest oder hört, es ist eine Art Philosophie, also eine Art zu denken, eine Herangehensweise in der Gedankenwelt, ja, wie man Dinge in Angriff nimmt. Ja. Und hinter der Agilität steht eigentlich ein Wertesystem. Also wenn wir uns kurz zurückerinnern, Agiles Manifest, da stehen eigentlich vier Werte drinnen, die als Grundsäulen definiert worden sind und dann 12 Prinzipien, die darauf aufbauen. Aber in Wirklichkeit ist es ein Wertesystem. Ein sehr schmales Wertesystem. Also mit vier Werten ist man noch nicht sehr weit gekommen. Das heißt, in jeder Organisation müsste man sich dann auch überlegen, zu diesen vier Grundwerten, die für die Agilität stehen, Agiles Manifest, welche anderen Werte sind bei uns im Unternehmen noch wichtig? Ja, also was macht uns als Unternehmen in dieser Ebene eigentlich aus? Gerne vor der Agilität und vielleicht, was wollen wir dann, wie soll es danach aussehen? Ja, also auch die Gegenüberstellung. Also diese Analyse, das ist immer etwas, was ich am Anfang immer mache. Ja. Die nächste Ebene, und das ist dann die Ebene, wo ich dann auch mit dieses aktive Wort machen, dieses Zeitwort verwenden würde. Also Scrum, Kanban, Less etc., die ganzen Frameworks, die existieren unter dem Deckmantel Agilität, die sind dann auf dieser mittleren Ebene angesiedelt. Also die Frameworks zur Prozesssteuerung, wie sie so schön genannt werden, und halt zusätzlich noch empirisches Framework zur Prozesssteuerung. Also aufbauend auf Messwerten, auf Daten, auf Analysen, auf Beobachtungen und so weiter und dann halt die Reaktion drauf, eben, was man damit machen soll. Auf dieser Ebene, und das ist eine ganz wichtige Ebene natürlich, weil die unterstützt die anderen Ebenen oder verhindert eben im schlimmsten Fall auch was, das sind die Ebenen, wo es eben Regeln gibt, ja, wo klare Regeln definiert sein sollten, sagen wir mal sollten. Regeln in meiner Begriffswelt sind Dinge, die man zu befolgen hat. Man kann alles immer ändern im Einvernehmen. Aber wenn die Regel existiert, dann muss ich mich darauf verlassen können, dass sich alle an die Regel halten. Ja?
Das ist etwas ganz Klares, eindeutig Definiertes. Es gibt auch Richtlinien, also das ist etwas freier für mich, so von der Begrifflichkeit. Das heißt, da kann man gestalten ein wenig, ja, aber es gibt Rahmen, ja, also darüber hinaus nicht mehr, aber innerhalb dieser Grenzen ist es möglich, ja. Und dann gibt es halt klare Freiräume, wo es einfach keine Vorgaben gibt, sondern wo man nur sagt, okay, innerhalb der Möglichkeiten dürfen wir uns bewegen und dürfen auch frei gestalten können. Und das ist das, was in der mittleren Ebene da, in dieser blauen Ebene, für mich eben ausmacht, wie ein Framework aufgestellt ist. Wenn wir jetzt das erste Beispiel Scrum hernehmen, das ja relativ unvollständig ist für eine Organisation und für eine Produktentwicklung, dann muss man sich halt überlegen, mit diesem grundsätzlichen Regelwerk und Richtlinien und Freiräumen, was brauchen wir auch da wieder dazu? Ja? Welche vielleicht zusätzlichen Prozesse brauchen wir? Brauchen wir zusätzliche Meetings etc. etc.? Wie funktioniert das Ganze bei uns? Ja? Und dann gibt es eine Ebene, die manchmal sehr prominent ist, an der sich sehr viele einmal zuerst orientieren. Andererseits, wenn man aber weiterdenkt, dann sehr schnell wieder aufhören, damit zu arbeiten. Und zwar, das ist die Ebene, ups, da stimmt es jetzt nicht ganz, aber so soll es ausschauen, wo eben Sachen wie Continuous Integration, Continuous Deployment, User Stories etc. drinnen stehen. Also Praktiken und Werkzeuge. Ja, ich muss den Satz sagen, es hilft nichts, es brennt mir auf der Zunge, er muss raus. Also ich komme immer wieder in Unternehmen oder sagen wir so, es gibt einen Satz, auf den warte ich meistens jetzt da heutzutage schon, wenn ich unter ein Unternehmen gehe und das heißt dann, wir wollen agil werden, wir brauchen Jira. Also das ist einer meiner Lieblingssätze geworden. Für mich eins der nächsten großen Missverständnisse, dass irgendein Tool am Markt da draußen ein Unternehmen agil werden lassen kann. Ja. Also ich habe das noch nicht beobachten dürfen. Ich weiß nicht, ob sowas geben wird irgendwann einmal, aber bisher ist es mir noch nicht unterkommen. Werkzeuge, Praktiken sind ganz wichtig, aber die machen keine Organisation oder auch keine Person agil. Ja, die Agilität ist an der obersten Ebene da in dem grünen Bereich drinnen. Das sind Werkzeuge, um gut arbeiten zu können, um im agilen Umfeld mit den Frameworks, die wir uns ausgesucht haben, dann gute Ergebnisse auf die Strecke zu bringen, die auch kompatibel sind dazu. Ja, weil das ist ganz wichtig, weil wenn ihr ein Werkzeug habt, das mit meinem Vorhaben und mit meiner Art zu arbeiten inkompatibel ist, dann wird es auch nicht funktionieren. Ja, das heißt, da kann ich die beste Einstellung haben, das schönste Framework installiert haben, aber wenn die Werkzeuge dazu nicht passen, dann werde ich genauso dahin holpern irgendwie. Ja. Das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir wollen ja etwas schaffen, dass wir eben innerhalb dieser ganzen Agilität und Scrum und so weiter Leistung auf die Straße bringen. Ja, dass das flüssig funktioniert, dass wir eigentlich Freude am Arbeiten haben, dass wir sehen, da geht was voran und es macht Spaß. Ja. Und deswegen ist meine Aussage eigentlich, bei jeder Transition müssen wir genau alle drei Ebenen betrachten. Ja, also es hilft nichts, wenn ich nur mit den Menschen arbeite, wie dieser schöne Satz auch heißt. Also ich arbeite mit den Menschen, um sie agil werden zu lassen oder sie zu unterstützen bei der Agilität, sondern ich brauche alle drei Ebenen. Ja, und das ist für mich ein ganz wesentlicher Faktor. Und ich darf auch nicht bei Agilität und Scrum oder Kanban oder so aufhören, sondern ich muss auf dieser Ebene dann auch weiterdenken und weiter investieren. Ich meine jetzt der Investition nicht immer nur Geld, sondern halt auch Gedanken, Energie, ja, und halt die Verbesserungsmöglichkeiten dort nutzen. Ja. Das habe ich jetzt einmal der Vollständigkeit halber da drauf auf dem Bild, aber da komme ich dann später noch einmal dazu. So, das, was ich euch jetzt noch vorstellen möchte, sind ein paar Modelle und das Ganze da ein bisschen in Einklang zu bringen. Einiges davon kommt auch aus diesem Buch vom Lean Change Management von Jason Little, der da meiner Meinung nach seine Erfahrungswerte ganz gut hineingeschrieben hat und auch mit ein paar mit sehr guten Ideen und Modellen dann das Ganze untermauert hat. Vielleicht nur so ganz kurz. Ich glaube, diese Grafiken kennen die meisten von euch. Ja. Wer will Veränderung? Alle. Wer will sich aktiv verändern? Wer will die Veränderung anführen? Naja, okay, dann ist sowieso Sense. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Modelle, habe ich gesagt. Virginia Satir, das Change-Modell von Virginia Satir, ist eines, das ich ganz gern verwende, weil es relativ einfach ist. Es gibt genug andere, die fast gleich ausschauen. Aber
diese 5 Punkte, die da aufgezählt sind, ich glaube, die treffen sehr gut auf das zu, was in einer Organisation bei jeder Veränderung passiert. Und nicht nur in der Organisation, sondern in jedem einzelnen Team und sogar in den Personen selbst. Ja. Weil wir haben diese 5 Punkte bei der Veränderung, wo auch die Performance, also die Produktivität dann betroffen ist davon, wenn man das durchläuft. Und der erste Punkt, das ist eben dieser alte Status quo, wo wir vor der Transition gestanden sind. Ja, das ist auch in unserer Checkliste drinnen, in den 10W-Fragen. Also wo stehen wir überhaupt? In dem Punkt ist alles allen bekannt oder sollte zumindest so sein. Und ein ziemlich stabiler Zustand, ja. Auch wenn es Unzufriedenheit geben sollte, aber sogar die Unzufriedenheit ist ja eigentlich eine Art von Stabilität, ja, wenn man es genau nimmt. Wenn dann diese Aussage kommt, wir werden jetzt agil und wir werden uns als Unternehmen weiterentwickeln in Richtung Agilität und Umstellen anfangen und so weiter, dann wirft man in die Organisation ein unbekanntes Element hinein. Ja. Für viele vielleicht bekannt von irgendwo anders, aber in Wirklichkeit, wenn man in diesen Unternehmen noch nie mit Agilität gearbeitet hat, dann ist es für diese Organisation, für jeden Einzelnen und jede Einzelne ein unbekanntes Element. Also wie wird sich das bei uns auswirken? Was bedeutet das für uns? Wie können wir danach weiterarbeiten und funktionieren und leisten? Ja? Also diese ganzen Fragestellungen kommen bis hin zu Jobverlust, Angst etc. Ja? Das kann alles dort auftauchen. Und das ist mit der Grund, warum dann eben dieser berühmte Widerstand entstehen anfängt. Ja? Dass ich sage, okay, ja, schön und gut, aber es funktioniert ja eh, es ist stabil, ich bin zufrieden, warum sollte ich mich verändern? What's in it for me? Also was ist für mich drinnen eigentlich? Ja? Diese Fragestellung, die müsste schon einmal beantwortet werden. Nur zu sagen, ja, mit Agilität ist alles besser, das reicht garantiert nicht, sondern da ist die Fragestellung für jeden und jede Einzelne, was wird für mich dann eigentlich besser werden? Ja, warum soll ich mich da jetzt verändern und was investieren dafür? Laut diesem Modell kommt man dann in so einen schönen Pendel-Effekt im Chaos, also wo einfach viele Unbekannte drinnen vorkommen, wo Prozesse sich verändern, wo neue Prozesse dazukommen, wo Strukturen sich verändern, wo Leute kommen und gehen, wahrscheinlich in dieser Phase sogar. Und dann ja, hat man mal eine Zeit lang von der Produktivität etwas Niedrigeres. Ja. Bis man dann zu dieser Transforming Idea, steht es da im Modell drinnen, also diese Idee zur Transformation hat, also wo die Integration stattfindet dann im Punkt 4. Und da kommt man dann dorthin, dass diese verwirrenden Parameter, diese Fragezeichen schön langsam verschwinden. Ja. Das ist das, wo man dann hinkommen möchte, bis man dann eben im neuen Status quo ist und der dann halt hoffentlich auch aufrechterhalten werden soll. So, das ist das schöne Modell von der Virginia Satir. Was heißt das Ganze jetzt und wie kann man da jetzt da wirklich in die Umsetzung gehen, beziehungsweise was haben wir dann immer gemacht? Ich bleibe mal bei den Modellen einfach nur als Anhaltspunkt, aber ich möchte schon auch meine eigenen Erfahrungen und meine eigenen Ideen dann da hineinbringen noch oder werde das machen. Vom Jason Little, er hat diese, der Einfachheit halber wieder mal mit 3 Punkten, diesen Lean Change Management Zyklus aufgesetzt. Und er hat gesagt, in seinen Veränderungsvorhaben, Transitionen, geht es einmal ganz wichtig darum, dass man Einsichten generiert. Ja? Also, dass den Leuten klar wird, was da dahinter steckt, warum, weshalb, wie und so weiter. Also, diese Fragen zu beantworten. Dadurch, dass es aber sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen gibt und unterschiedliche Situationen, reicht es nicht, wenn man einen Weg zeichnet, sondern man muss verschiedene Optionen bauen anfangen. Ja? Das heißt, man muss einfach vielschichtig denken bei einer Transition. Also ein Weg durch die Transition durch, beim größeren Unternehmen oder auch mittleren Unternehmen, habe ich noch nie erlebt. Das könnte bei einem Team vielleicht funktionieren oder bei 2, denke ich mir, aber bei größeren Unternehmen brauche ich diese Vielschichtigkeit, da brauche ich einfach Optionen dafür. Ja, und dann, was mit Agilität halt auch sehr stark leben und predigen oft, das ist das Experimentieren. Ja, wobei, ich meine, ich bin ja selbst auch schon oder war lange Jahre und bin es eigentlich noch immer im Management unterwegs und die Wortwahl ist da, glaube ich, auch kritisch, weil Experiment klingt so nach Unsicherheit und kostet etwas und schaut vielleicht nichts raus. Also wenn man, und das war ein Kritikpunkt, ich habe gesagt, ich bin Less-Trainer, also beim Less-Framework, da stehen einmal 1500 Experimente in einem Buch drinnen und wenn man zum Management geht und sagt für die Transition, naja, wir haben die Möglichkeit, 1500 Experimente zu machen,
dann stoßt man nicht unbedingt auf Gegenliebe. Also das ist vielleicht so also das Verkaufsargument, wo man mit der Wortwahl was anderes wählen sollte. Also schon experimentieren, aber man muss einmal herausfinden, welche Experimente überhaupt einmal Erfolgschancen haben. Also schon auch in gewisse Simulationen hineingehen und so weiter. Und wenn man dann dort einmal ist, eben das Ganze vorbereiten, dann eben in Organisation tragen und dann natürlich auch schauen, was dabei herausgekommen ist. Also so hat er seinen Change-Zyklus aufgebaut, den man dann natürlich für alles Mögliche anwenden kann. Aber ganz wichtig und vor allem bei den Einsichten ganz wichtig ist, dass wenn man das Ganze startet und vor allem auch aus der eigenen Sicht, wenn man Entscheidungen trifft, also da spreche ich jetzt wieder am Führungs- und Management-Ebenen an in dem Punkt, ist es, dass man die Dynamik der eigenen Organisation einmal versteht. Und dass man eben so viel wie möglich Daten einmal sammelt zu Beginn, dass man eben genau diese Simulationen, von denen ich gesprochen habe, auch einmal sehr gut aufsetzen kann. Ja. Experimentieren ist schön, aber blindes Experimentieren halte ich für gefährlich. Ja. Also Experimente mit Informationen, mit Daten ist gut und daraus entsteht dann Wissen. Und Wissen kann ich dann irgendwann anwenden. Ja. Und dann steigen schon einmal zumindest die Chancen, dass eine Transition gut vorangehen kann. So, nächstes Modell. woran ich mich gern orientiere, ist dieses ADKAR-Modell, ADKAR. Und das heißt in Kürze Awareness, Desire, Knowledge, Ability und Reinforcement, so schön auf Englisch. Awareness, also das Bewusstsein zu schaffen, warum die Veränderung überhaupt erfolgen muss, warum wir uns jetzt diese Reise fast antun manchmal, weil sie kann ja auch schmerzvoll sein, ja, und meistens sind auch Schmerzen damit verbunden, ja. Desire, also der Wunsch, das Verlangen, die Veränderung zu unterstützen und selbst daran mitzuwirken. Wissen, ja, wie kann ich das überhaupt bewirken? Wie kann ich beitragen? Bis hin zur Fähigkeit, dass man auch in der neuen Situation dann noch mitarbeiten kann und dass man dort fähig ist, auch Leistung zu bringen. Und am Schluss, ganz wichtig, eben dieses Reinforcement, dass eben das Ganze irgendwann einmal stabil ist, weil dieser Pendel-Effekt, ich glaube, viele von uns haben das beobachten dürfen, ja, da wird eine Transition gemacht und dann kommt die nächste Drucksituation und irgendwie fällt man zurück in das, was man vielleicht die letzten 10 Jahre gewohnt war. Ja. Also man braucht diese Verstärkung, diese Bestärkung, dass das Ganze stabil bleibt. Was heißt das jetzt konkret? Also welche Werkzeuge gibt es dafür? Was machen wir, damit wir in diesen verschiedenen Punkten, in diesen verschiedenen Phasen zum Teil auch etwas herausbekommen, das dann in den nächsten Schritt ermöglicht und bis hin zur Stabilität führt? Ja, Bewusstsein schaffen, ich meine, das ist ein Klassiker eigentlich eher. Das ist das, wo man halt Information teilt. Ja? Also angefangen von Training über Coaching, Link-Office, Blogging, Newsletter. Blogging und Newsletter, vielleicht manchmal überraschend, aber nehme jetzt auch wieder den Jason Little her, der in seinem Buch das auch ganz gut beschrieben hat von seiner Situation und was wir auch ganz gern verwenden. Das ist einfach so diese Informationsweitergabe, die man konsumieren kann, wenn man möchte. Ja. Das heißt, dass man transparent schafft mit Werkzeugen, wie zum Beispiel eben Blogs oder Newsletter und diese Transparenz dann eben zur Verfügung stellt, damit jeder oder jede, die im Unternehmen eben jetzt im Moment dran interessiert ist, einfach mal dort hineinlesen kann, um sich selbst zu informieren. Trainings, ja, Coachings und so weiter, das sind die strukturierten Vorgehensweisen, wo man eben sagt, so, wir brauchen Schulungen für dieses Framework, wir brauchen Schulungen für diesen Führungsstil, wir brauchen Schulungen für die neuen Prozesse und so weiter. Ganz klar. Aber da bauen wir wieder sehr stark auf Vollständigkeit. Ja. Was ich erleben habe dürfen, nein, in dem Fall eigentlich nicht dürfen, das wollte ich nicht erleben, dieser Versuch, ein paar Personen zu schulen und der Rest folgt dann automatisch, wo aber die Personen vielleicht gar nicht diejenigen sind, die wissen, wie sie das Wissen dann weitergeben können. Also wenn ich ein Train-the-Trainer-Konzept aufbaue in einer Organisation, dann müssen es wirklich die geeigneten Personen sein, damit eben dieser Folgeeffekt funktioniert. Ja? Also wichtig ist, wenn ich etwas einführe, wenn ich ein neues Framework habe, das mit neuen Regeln, Richtlinien und so weiter kommt, ich vergleiche es immer gern mit einer neuen Sportart. Also wenn ich eine neue Sportart lernen muss, dann möchte ich auf jeden Fall wissen, wie diese Sportart funktioniert. Also wie kann ich Punkte machen? Was ist ein Foul? Was ist ein Pass? Und so weiter. Ja. Was ist mein Spielfeld überhaupt? Ja. Also wenn ich Basketballer bin und ich soll morgen Fußball spielen, dann kann ich zwar mit einem Ball umgehen, aber ich kann noch nicht die neuen Regeln. Also da verändert sich schon was. Ja.
Und da bauen wir auf Vollständigkeit. Also alle Spieler müssen wissen, wie das Spiel funktioniert. Egal in welcher Position. Ja, Lean Coffees und so weiter. Also das ist im Bewusstsein, in dieser Phase bei der Awareness, das ist etwas, was wir sehr stark forcieren und sehr stark dahinter sind, dass das auch funktioniert. Dann kommen wir zu der Wunschphase, weil wir haben gesagt, oder ich habe gesagt heute, organisatorische Veränderung passiert nur, wenn die persönliche Veränderung stattfindet. Und das heißt, das ist aber eine persönliche Entscheidung in Wirklichkeit. Ja. Also Desire, dieser Wunsch, warum ich möchte sich hier jemand verändern, wenn wir da ein bisschen in die Psychologie gehen, ja, dann gibt es eben in sehr vielen Studien, und ich habe da ganz eine kurze Zusammenfassung von wirklich zahlreichen Studien in dem Fall gemacht, man will sich verändern, man hat halt den Wunsch nach Veränderung, zum Beispiel, wenn man eine Chance auf eine Verbesserung hat. Ja? Oder man hat Furcht vor Konsequenzen, wenn der Status quo aufrechterhalten bleibt. Ja, also dieses Angstprinzip. Oder man möchte der Wunsch von etwas anderem sein, von etwas Neuen, von etwas Coolen, von etwas Größeren, etwas Stärkeren, was auch immer. Ein anderer Aspekt ist, man hat eine starke Persönlichkeit oder einen charismatischen Führer zum Beispiel, dem man folgen möchte, ja, dem man vertraut, ja, wo man denkt, okay, diese Person geht voran und wenn ich dieser Person folge, dann passt es für mich. Ja. Oder, das ist leider ein bisschen eine blöde Motivationsgeschichte, aber sie existiert halt auch, die Alternative ist schlimmer als die Veränderung selbst. Ja. Also ich hoffe, dass niemand in so einer Situation ist, aber es ist halt leider auch so. Ja. Man, diese Studien, die kommen teilweise schon aus der Organisationspsychologie, aber teilweise kommen sie auch sehr stark aus Disziplinen wie Paartherapie und so weiter. Ja? Also Forschungen, warum zum Beispiel Ehe scheitern, also warum Beziehungen auseinandergehen. Ja? Aber das sind alles dieselben Prinzipien spannenderweise. Die 5 Dysfunctions of Teams und so weiter, das kommt alles aus der Paartherapie. Also das ist nicht aus der Organisationspsychologie entstanden. Ja? Wenn wir da ein bisschen zurückschauen zum John Gottman und so weiter, diese ganzen Forscher, ganz eine andere Thematik, aber die gleichen Prinzipien spannenderweise. Wunsch. Das habe ich gerade vorher erwähnt. Der Wunsch nach Veränderung ist eine persönliche Entscheidung. Ja, also ich kann niemanden Wunsch aufoktroyieren oder einen Wunsch nach Veränderung befehlen. Ja, ich kann es versuchen. Das tun auch viele. Aber es ist trotzdem weiterhin eine persönliche Entscheidung. Dabei lasse ich es jetzt einmal bestehen. Da kann man gern drüber reden dann. Weiter noch beim Wunsch, wie unterstützt man das Ganze, was machen wir? Also wir schauen auf jeden Fall einmal, dass im Unternehmen aktive Sponsor existieren, die auch in Entscheidungsfunktionen oder in Führungspositionen aktiv sind. Ja, das heißt, die auch, wenn eine Entscheidung kommen muss oder wenn man etwas verändern möchte, also wenn dieser Trigger aus einem Team oder persönlich kommt, dass man jemanden hat als Ansprechpartner, dass man das deponieren kann und dann auch die Chance auf diese Veränderung, auf dieses aktive Weitergehen oder Verändern da ist. Ja. Ganz wichtig auch Coaches. Ja. Und da muss ich jetzt einen ganzen kurzen Seitenschritt machen zur Begrifflichkeit, weil agile Coaches oder Agile Coaches ist ja ein Modeberuf geworden, kommt mir vor im Moment. Und wenn man jetzt aber den Begriff Coaching und Agile Coaching vergleicht, dann sind das zwei unterschiedliche Sachen. Ja. Also Coaching im klassischen Sinne ist eigentlich ein Teilbereich vom Agile Coaching. Und ich finde die Begriffsdefinition etwas schade, weil in Wirklichkeit besteht Agile Coaching aus Training, Consulting, Coaching, Mentoring, ja, zumindest einmal. Also Guidance in Wirklichkeit, wenn man es genau zusammenfassen möchte. Also ich finde lieber die Analogien so zu einem Bergführer und so weiter, finde ich besser als zum klassischen Coaching sogar. Ja. Und was meine ich mit persönlichem Engagement des Coaches? Ich brauche jemanden, also wenn ich auf den Berg hinauf möchte, da brauche ich einen Bergführer, dann, der auch wirklich daran interessiert ist, dass die ganze Truppe auf den Berg hinaufgeht. Ja. Das heißt, dieses Vorhaben, das muss mein eigenes persönliches Interesse als Coach sein, als dieser Guide, der da vorangeht, der die anderen auch unterstützen kann. Ja, gehen müssen alle selber, aber wenn ich vorangehe, dann muss der Weg passen, dann muss ich sehen, ob die Leute fähig sind, diesen Weg zu gehen. Dann muss ich schauen, ob da irgendwo eine Schlucht ist. Dann muss ich auch wissen, wie das Wetter am nächsten Gipfel ist und so weiter. Also ich muss mich da wirklich sehr stark engagieren, dass das funktioniert und nicht nur beobachten und fragen, was halt
im klassischen Coaching auch sehr starke Werkzeuge sind, aber das ist zu wenig für Agile Coaching. Ein wichtiger Punkt, offene Türen. Also Transparenz haben wir schon gehabt. Offene Türen, damit meine ich also dort, wo ich Fragen stellen müsste, damit ich persönlich weiterkomme, muss ich ja die Möglichkeit haben. Das heißt nicht, dass ich 24 Stunden am Tag, und ich habe einmal in einem früheren Beruf einen neuen Chef bekommen, der aus Amerika eingeflogen worden ist. Das war spannend damals, weil alle 6 Monate haben wir einen neuen Chef aus Amerika bekommen. Und irgendwie haben alle mit dem gleichen Satz gestartet. Hier ist meine Telefonnummer, ihr könnt mich 24 Stunden am Tag anrufen. Ich bin immer für euch da. Was ja eigentlich sehr nett klingt, aber im Ende eigentlich möchte ich von der Person da vorne, dass er sich auch einmal Zeit nimmt, in Ruhe darüber zu überlegen, wie unsere Strategie ausschaut und das analysiert und dann gute Entscheidungen trifft. Ich will gar nicht, dass der 24 Stunden für mich da ist, ja. Aber ich möchte die Möglichkeit haben, dass ich weiß, zu gewissen Zeitpunkten habe ich offene Türen und alle sind ansprechbar. Also ich kann auf Augenhöhe kommunizieren. Das wäre so, wo ich dann sage, beim Führungsstil muss ich vielleicht ein bisschen was ändern, manchmal auch. Ja, und die Möglichkeit für alle in der Gestaltung mitzumachen, also wie auch immer das dann ausschaut, entweder in Teams, die aktiv Sachen ausarbeiten, in Feedbackrunden, in Lean Coffees, in Experimentphasen und so weiter. Dann kommen wir zum Punkt Wissen. Ja, wie verändern wir uns und wie können wir nach der Veränderung funktionieren und etwas leisten? Ja, da steht eben ganz bewusst drinnen, funktionieren und leisten, also nicht nur leisten. Weil der erste Schritt ist einmal, bevor man wirklich leistungsfähig wird und mehr Leistung schafft als vielleicht vorher, dass man wieder mal zu funktionieren beginnt. Also, dass man nicht gleich laufen muss, sondern dass man mal zu gehen anfangen darf wieder. Ja. Und da sind unsere Werkzeuge ganz klar. Ich meine, da gehe ich jetzt nicht tief drauf ein, weil das sind fast allen bekannt. Training, Coaching, Mentoring, Transparenz schaffen und so weiter. Vielleicht 2 Punkte, die ich heraushören möchte. Das ist Fehlerbehebung unterstützen. Und was ist damit gemeint? Wenn man eine neue Sportart lernt, wenn ich die Analogie wieder hernehmen darf, dann macht man Fehler. Man ist nicht gleich in der Champions League, man gewinnt nicht gleich ein olympisches Gold oder so, sondern man macht Fehler, man bewegt sich vielleicht noch nicht effizient oder effektiv genug. Und da brauche ich eben die Beobachtung und eben diese Fehlerbehebung oder dass ich eben meine Bewegungen ändere, meine Herangehensweisen ändere, da brauche ich die Unterstützung. Ja. Und halt auch, ja, jetzt heißt mein Job anders, jetzt habe ich einen anderen Jobtitel, was heißt das und wie wird der unterstützt? Also wo im Unternehmen gibt es da wieder die Hilfe für mich, was im neuen Job überhaupt für mich da ist? Gibt es Buddy-Systeme, ja? Gibt es erfahrene, zum Beispiel, nehmen wir als Beispiel Scrum Master her, das ist ja der abstrakteste oder der unbekannteste Job war noch vor 10 Jahren, aber heutzutage in jedem Firma fast schon existiert. Gibt es einen erfahrenen Scrum Master, der mir zur Seite stehen kann und mit mir einmal den Weg ein Stück lang gehen kann zum Beispiel? Und wenn nicht, dann halt jemanden vielleicht von außen, der mich dabei unterstützen kann. Oder ich darf woanders hingehen und beobachten. Ja, also auch Austausch, wie viele manche Unternehmen das auch wirklich gemacht haben. Also ein Mitarbeiteraustausch. Nicht nur Schüleraustausch, sondern ein Mitarbeiteraustausch. So, und dann sind wir in der Ability, in der Befähigung, bevor wir zum Reinforcement noch kommen. Merkregel bei der Befähigung. Wissen ist notwendig, aber nicht hinreichend. Also wenn ich über etwas Bescheid weiß, das ist gut, das ist ein guter Startpunkt, ja. Aber es reicht noch nicht. Das heißt, man muss dann auch wissen, wie man das Wissen anwendet, ja. Also in die Praxis bringt. Theorie ist super, aber Theorie und Praxis ist das Einzige, was irgendwie überhaupt zum Erfolg führen kann, ja. Und in der Phase, das ist eigentlich klassisches Lernen. Das ist nichts anderes als das, was die Lehrer lernen, das, was die Professoren für die Universität lernen oder Fachhochschulen und so weiter. Das ist, wie man halt etwas Neues aufnimmt und dann irgendwann einmal gut wird drin. Übung, ganz wichtig. Ich muss etwas ausprobieren können. Ich muss etwas wiederholen dürfen. Ja, ich brauche Lernzeit und ich brauche Korrekturzeit. Ja, also wenn ich einmal einen Scrum-Guide von 17 Seiten lese, ist das super. Aber wahrscheinlich, dass ich ihn wirklich verstanden habe, muss ich ihn wahrscheinlich 20 Mal lesen. Ja, ich weiß nicht, wie oft ich ihn schon gelesen habe und ich komme immer wieder auf neue Sachen drauf. Das ist spannend. Ja? Aber eben auch Korrekturzeit. Unterstützen der Verhaltensänderung. Ja, und da habe ich jetzt genau das gesagt. Also Coaching, Consulting, Mentoring, Training. Alle diese Punkte. Nicht nur einer davon. Und ich fasse das gern unter Führung zusammen, weil alle diese Punkte tragen zur Führung bei. Und Werkzeuge, die wir dafür nutzen können, sind eben solche Sachen wie Informationsradiatoren.
also Blogs, Newsletter oder Boards, die irgendwo für alle, wenn man am Gang vorbeigeht, sichtbar sind und wo man sehen kann, wo stehen wir gerade, was tun wir gerade, was ist der nächste Schritt, ja? Oder wo haben wir Fragezeichen, ja? Wo könntet ihr uns unterstützen, wenn wir gerade jetzt ein Team sind, die aktiv dran arbeiten, aber ihr noch nicht vielleicht, ja? Planungswerkzeuge, transparent machen. Also nichts ist schlimmer als die Ungewissheit, was passiert hinter der verschlossenen Türen bei so einem Vorhang. Ja? Bis hin eben zu Werkzeugen, die auch gewisse Sachen messen können. Was auch immer unser Ziel ist, was auch immer die Messkriterien dahinter sind. Und auch gerne auf subjektiver Ebene eben Feedback einholen. Und Feedback eben, Feedback selbst einholen, meine ich damit auch, dass man eben von anderen hört, ja, passt das jetzt schon so, was glaubst du? Weil sich selbst zu beobachten, ist ein schwieriger Vorgang. Also es ist immer leichter, wenn man von anderen irgendeine Meinung bekommt, aber die halt auch respektvoll bekommt natürlich. Bis zum Reinforcement, auch wieder eine kleine Merkregel. Verhalten zu verändern ist schwierig, die Veränderung aufrechtzuerhalten ist noch schwieriger. Ja. Also dass man mal dort ist, das geht ja oft, aber dass man dann dort bleibt, ja, da muss man auch halt wieder was tun dafür in Wirklichkeit. Und um das zu ermöglichen, und ich habe schon ein paar Mal jetzt erwähnt zwischendurch auch, organisatorische Veränderung ist persönliche Veränderung. Das heißt, ganz wichtig auch eben Anerkennung. Sei es jetzt für das Team oder auch für Personen, aber ganz wichtig schon auch mit diesen Belohnungsmechanismen zu arbeiten. Ich meine, da gibt es vor allem auch wieder im pädagogischen Bereich geteilte Meinungen, ob eben Anerkennung überhaupt der richtige Weg für etwas ist. Also meine persönliche Erfahrung, und ich kann nur von dem ausgehen, was ich persönlich erlebt habe, ja, also ich würde es immer verwenden. Feedback sowohl mach was anders, als auch wow, das schaut super aus, also auch in beide Richtungen. Die Sicherheit eben auch, wenn man scheitert, also scheitern zu dürfen mit etwas. Bei Experimenten ist das ja per se eingebaut im Mechanismus. Also Experimente können gut ausgehen oder eben weniger. Also ich darf scheitern und lernen und das dann korrigieren. Vielleicht noch ein Nebensatz auch dazu. Also ihr kennt ja sicher alle diesen schönen Satz. Aus Fehlern lernt man, dieses Sprichwort, was eine amerikanische Universität einmal probiert hat, mit Gehirnscans nachzuweisen. Und die draufkommen sind, das stimmt eigentlich gar nicht. Also aus Fehlern lernt man so gut wie nichts, außer dass man einen Fehler gemacht hat. Das Lernen im Hirn, also wo sich wirklich was verändern anfängt, das ist dann, wenn man den Fehler korrigiert. Und deswegen ist dieser nächste Schritt eigentlich immer ganz wichtig, ja, vor allem in so Veränderungsprozessen. Ausblicke, wie schaut die Reise aus, was sind die nächsten Schritte, wo bewegen wir uns hin, wie gut kommen wir voran. Und ein ganz wichtiger Punkt, und da werde ich sicher mal ein eigenes Webinar oder vielleicht sogar mal einen eigenen Kurs drüber machen, klare und sinnvolle Ziele. Also in der Organisationspsychologie gibt es eine eigene Disziplin, die heißt Goal Setting Theory, also die Zielsetzungstheorie. Und da ist irrsinnig viel drinnen verbockt. Also Ziele sind etwas enorm Wichtiges in jeder Situation im Leben bei uns. Und da gehört natürlich das Arbeitsleben genauso dazu. Also klare und sinnvolle Ziele, also Ziele, die verständlich sind und Ziele, die für einen auch Sinn ergeben, also wo man mitmachen möchte an der Zielerreichung. Den nächsten Satz, Verstärkung. In meinen frühen Scrum-Jahren, da nehme ich mich selber nicht aus und auch bei der Beobachtung von vielen anderen ist immer wieder der Punkt, vor allem wenn man Scrum nimmt, jetzt also wieder dieses Beispiel, aber nicht nur Scrum, sondern auch anderes, dass eigentlich das Team zählt, ja, was auch stimmt. Also es passt ja auch, dass man gemeinsam mehr erreichen kann, als wenn man parallel nebeneinander arbeitet, also wenn man die Kräfte bündelt als Team. Aber dass man dann als Individuum aufhört zu existieren in diesem Gemenge, ist Quatsch für mich. Ja. Also wenn ich nicht mehr vorkomme als Mensch, als Person da drinnen, sondern nur mehr das Team sichtbar ist, ist mir das zu wenig. Ja. Und das habe ich in sehr vielen Teams und sehr vielen Organisationen beobachten dürfen, dass genau das dann die Motivationsfaktoren sind und dann fängt das Ganze an zum Stottern und zum Stocken und geht nicht mehr weiter. Also auch Individualität erlauben und die Individualität sogar nutzen anfangen. Ja, also die Leute auch ermutigen, ihre Stärken, ihre eigenen Meinungen einzubringen und halt gemeinsam dann auch zum Ziel zu bringen, was dann halt das Vorhaben ist. Ja, bis hin zum Feiern. Feiern ist immer eine gute Idee bei sowas. So.
Umsetzung. Das Bild, beziehungsweise der Satz, den finde ich sehr nett, der ist von einem Marketing-Experten eigentlich. Der hat einmal, der so schön gesagt hat, der Frank Heister, warte nicht auf das Momentum, sondern erzeuge es selbst. Ja. Also wie gesagt, am Anfang habe ich auch gesagt, tun wir es einfach, so als Synonym für die Veränderung. Man kann immer darauf warten, dass irgendwer anders was macht, aber in Wirklichkeit, man braucht jemanden, der mal lostrabt und bei so einem Auto, also das im Sand feststeckt, ja, es steckt fest und ich habe oft genug auch schon geholfen, ein Auto irgendwo rauszuschieben und meistens ist es so, dass einer anfängt zu schieben und dann kommt der zweite, dritte, vierte, fünfte. Also da hinten stehen noch ein paar herum, die warten einmal wahrscheinlich, was die anderen machen, ob es überhaupt funktioniert, ob es nicht eh schon reicht. Aber wenn es nicht reicht, dann ist es immer spannend, wie groß die Hilfsbereitschaft ist und wie viele gemeinsam dann auf einmal bewirken können und mit geballter gemeinsamer Kraft eben dieses Momentum erzeugen, dass das Fahrzeug dann rauskommt. Und wenn man eine Organisation auch ein bisschen als Vehikel dann betrachten möchte, dann kann man vielleicht sogar mit dieser Metapher auch sich ein paar Effekte und ein paar Konsequenzen, ein paar Mechanismen ganz gut vorstellen, wie man dann eben das gemeinsam besser auf die Straße bringt und vorangehen, einfach einmal diesen Impuls liefert, dass halt auch andere folgen und dann mitmachen. Da hinten habe ich noch eine kleine Veränderungscloud. Die lasse ich aber jetzt einfach einmal so im Raum stehen. Da könnt ihr nochmal reinschauen. Das sind so diese fünf Bilder, die für mich bei der Transition, bei einer Veränderung einfach immer ganz wichtig sind. Also warum machen wir es überhaupt? Es gibt mehrere Wege. Immer wieder mal drauf schauen, was los ist. So diese Thermometer, also dieses, wie hoch ist die Hitze und muss man irgendwie gegenwirken. Anderen helfen, eben hinaufzukommen, also dieses gegenseitige Helfen und eben auch mit den Ängsten arbeiten. Also Ängste, statt Ängste abzutun, Ängste ernst zu nehmen und auch zu schauen, wie man die Ängste dann halt loswerden kann, beziehungsweise wenn es halt sowas ist wie eine Jobangst, ja, was passiert nach der Veränderung und wie geht es eh gut weiter für jeden Einzelnen, für jede Einzelne im Unternehmen. Ja, und damit bin ich einmal soweit durch die Thematik von heute durch. Wir haben jetzt nur noch 10 Minuten und die reservieren wir dann immer gern für Fragen, wenn ihr Lust habt, noch ein paar Fragen zu stellen. Ich gebe einmal den Bildschirm da weg. Wer mag, bitte gerne, also gerne entweder in Chat, der Christoph beobachtet den Chat ein bisschen, oder einfach gerne auch direkt Fragen stellen. Oder Erfahrungswerte, ich habe gesagt, Erfahrungsaustausch ist auch sicher sehr wertvoll in diesem Thema. Ja, Maru? Ja, währenddessen die anderen sich ihre Intervention überlegen, würde ich versuchen, schnell etwas zu erzählen. Und zwar ganz am Anfang des Vortrags, als der Wolfgang von Agil als eigentlich sehr viel Arbeit dargestellt hat und nicht so vereinfacht als twice the work in half the time so pauschal präsentiert hat, habe ich mich daran erinnert, dass sehr, sehr oft, wenn es so pragmatisch und realistisch dargestellt wird, an Kunden, Unternehmen sehr viel Widerstand gibt, sobald man spürt, dass es eigentlich, oh, da muss ich wirklich, das kann man nicht pauschalisieren, es gibt keine fertige Methode, keine fertige Roadmap, ich kann mir keine Transformationsroadmap über die nächsten 3 bis 50 Jahre bei irgendeiner Beratung kaufen, will ich doch nicht. Es ist zu kompliziert, das ist zu viel Risiko, weil es ist nicht klar genug, es ist nicht strukturiert genug. So schwierig ausreden. So, das ist meine Erfahrung. Wollte gucken, ob es der Fall bei den anderen Teilnehmern auch ist. Auch bei dir, Wolfgang. Also bei mir auf jeden Fall auch, ja. Also wenn man nicht die blaue oder die rote Pille zur Auswahl hat, so, blau wir bleiben, rot wir verändern uns und wenn ich die Pille schlucke, bin ich in der Veränderung und sie ist fertig. Das ist dann einfach auch vielleicht manchmal Zweckoptimismus, ja. Und das ist aber ganz ein wichtiger Punkt. Also ich würde kein Unternehmen dazu beraten, zu sagen, naja, wenn ihr euch nicht bewusst seid, was das eigentlich für Auswirkungen hat und ob ihr die Möglichkeiten habt, also zeitlich, budgetär und so weiter, das Ganze auch jetzt in Angriff zu nehmen, ohne irgendwelche Kundenbeziehungen damit zu mal gefährden, dann würde ich einfach sagen, pass auf, dann lassen wir uns einfach nur ein paar Monate oder vielleicht sogar Jahre mehr Zeit zum drüber überlegen und starten erst dann, wenn ihr soweit seid. Also es muss auch der Zeitpunkt passen natürlich, ja. Ja, danke. Danke für den Beitrag. Danke. Ich hätte eine Frage. Welche Erfahrungswerte oder gibt es irgendwelche Tipps,
die du geben könntest, wenn sich in einer Organisation, also ich spreche jetzt von einem Konzern, eine Abteilung in die Richtung Agilität bewegt und der Rest vom Konzern aber klassisch oder wie immer arbeitet? Ja, das ist etwas, was wir unter dem Begriff Bridging the Gap zusammenfassen, weil du hast dann die Situation, dass eben ein Teil des Unternehmens und wahrscheinlich der größere Teil eben mit den bekannten Strukturen und Prozessen arbeitet, bis hin zum Berichtswesen, ja, und ein kleines gallisches Dorf dann vielleicht sogar einmal eben ganz was anderes machen möchte. Ja. Das heißt, irgendwie hat man da eine inkompatible Situation. Das heißt, du musst von dieser Seite darüber irgendwie die Lücke schließen. Also wenn die jetzt dann nach agilen Messwerten arbeiten, ja, und die im anderen Unternehmen sind es aber das klassische Berichtswesen mit den klassischen Messwerten gewohnt, dann müssen wir überlegen, wie passt das zusammen und wie können wir das übersetzen, also einen Übersetzungsmechanismus bauen und gleichzeitig dieses kleine gallische Dorf da ein bisschen autonomer werden lassen, also unter eigene Aufsicht schon fast zu stellen. Das ist das, wo ich erlebt habe, dass es gut funktionieren kann. Wenn es allerdings anders läuft, dass man sagt, okay, wir müssen ganz gleich berichten zum Beispiel, wie das da im anderen Bereich des Unternehmens ist, dann kenne ich kein Erfolgserlebnis. Okay, danke. Bitte. Gibt es sonst noch Fragen? Beispiele? Gerne auch Erfahrungswerte, eben wie der Mauro erzählt hat jetzt gerade. Wenn ihr Lust habt, natürlich. Ja, Anna-Lisa? Ja, danke für den Vortrag. Ich war nicht bei den ersten dabei. Habe aber verstanden, da ging es um so Vorbereitung und jetzt die Umsetzung. Was genau kommt danach? So, jetzt haben wir die Umsetzung. Und da diese Regelwerke oder deine Inputs. Was ist danach? Ja, wir haben noch eine dritte Folge, die heißt dann die Nachbereitung. Ja, also ganz einfach. Ja. Und da geht es eben genau um diesen Punkt. Ich meine, die Frage ist, was ist eine Transition, wann hört sie auf? Also ich kriege wie lange dauert eine Transition? Ich habe mir angewöhnt, eine Gegenfrage zu stellen und die heißt, wann wollt ihr aufhören zu lernen? Ja, also wenn man eine agile Transition macht oder wann wollt ihr aufhören, euch zu verbessern eigentlich, ist die Gegenfrage. Weil agile Transition ist ja etwas, wo man in die Agilität eintaucht und eines dieser Prinzipien dahinter ist die kontinuierliche Verbesserung. Das heißt, wir wollen uns als Unternehmen ständig weiterentwickeln, ja, was auch immer das bedeutet für das einzelne Unternehmen. Aber diese Weiterentwicklung ist dann Teil der Kultur, Teil der Philosophie und das heißt, eine Transition geht eigentlich immer weiter, ja. Darum relativiere ich diese Frage dann ganz gern und sage, naja, eigentlich, ihr wollt wahrscheinlich wissen, wann ihr wieder so produktiv zumindest seid wie vorher und wann ihr diese Leistungssteigerungen dann spüren könnt. Ja. Und da ist für mich einfach, ich meine, es hängt natürlich vom Unternehmen ab, aber meine Erfahrungswerte sind, dass man so ungefähr nach 6 Monaten dann irgendwie so in dieser Integrationsphase drinnen ist, dass man die Produktivität schön langsam stabilisieren kann, dass man dann halt wirklich in die Verbesserungswelt eintauchen kann, ja, also Leistungssteigerungen. Und genau über diesen Punkt, was dann danach kommt, nach diesen 6 Monaten, also die Umsetzung, wo es eine intensive Phase ist und dann diese etwas sanftere Phase mit punktuell intensiven Phasen, über das wird es dann im nächsten Thema gehen. Wunderbar, danke dir. Bitte gerne. Danke für das Feedback im Chat, Klaus. Genau, habe ich ja gerade gelesen. Dankeschön. Ich hätte noch eine Frage. Gerne. Wenn ihr in ein Unternehmen kommt, erwartet ihr, dass euch jemand dort zur Seite gestellt wird, der dann die Verantwortung für die agile Transition übernimmt und der das dann irgendwie weiterführt? Oder wie wird das angesiedelt? Also wir brauchen auf jeden Fall in der Vorbereitung in den 10W-Fragen steht drinnen dieses Executive Commitment. Ja. Also es gibt natürlich die Idealvorstellung aus agiler Sicht oder ja, dass wir Unternehmen haben, die auch selbst geführt sind. Das heißt, alle Mitarbeiter irgendwie eine Führungsmöglichkeit haben. Ja, aber sowas kenne ich nicht. Also diese soziokratischen Prinzipien, Holokratie und so weiter geht ein bisschen in die Richtung. Aber wenn ich in einem Unternehmen bin, wo es
auch aus gesetzlicher Sicht allein schon eben diese Entscheidungsfunktionen gibt, ja, dann brauche ich diese Unterstützung von diesen Personen. Absolut. Also das erwarte ich mir auf jeden Fall, dass das definiert ist und auch so ausgesprochen ist, ja. Okay, danke. Weil dieses Soziokratie und Holokratie jetzt angesprochen wurde, ich weiß gar nicht, wie das benennen soll, aber sind das weiß nicht, Frameworks oder Sachen, die ihr auch anwendet oder nehmt ihr euch da Teile raus? Also findet ihr da Teile gut oder wie ist das so das Feedback dazu? Also soziokratische Ideen, ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es ist manchmal so, dass diese Ideen halt oder Konzepte und Strukturen auch dann entstanden oder in anderen Ländern entstanden sind. Und man muss einfach immer aufpassen. Es gibt ja auch eine gesetzliche Welt. Ja. Das heißt, in Österreich zum Beispiel wäre es, ich weiß gar nicht, ob es möglich wäre, ein Unternehmen ohne Geschäftsführung zu haben, wenn man eine GmbH hat. Ich glaube nicht. Also ist mir nicht bekannt. Das heißt, man hat gewisse gesetzliche Rahmenbedingungen, die man halt zusätzlich noch berücksichtigen muss. Aber wenn man das schafft, dann kann man sich auch relativ flexibel in solchen Strukturen dann bewegen anfangen. Ja, also wir nehmen uns da schon Ideen heraus, aber halt meistens sind sie nicht zu 100% umsetzbar aus meiner Erfahrung. Also das heißt, ihr habt praktisch da einen Mix aus verschiedenen Modellen und wendet es je nach Anwendungsbereich. Es empfiehlt sich das oder setzt das ein? Naja, es ist auch so, dass wir uns halt das Unternehmen sehr genau anschauen und dann einmal überlegen, was ist dort überhaupt am sinnvollsten, ja. Also wenn ich nochmal das Beispiel Scrum nehmen darf, ich würde auch nicht in jedes Unternehmen gehen und sagen, macht Scrum. Nein, überhaupt nicht. Ich bin ein Fan von Scrum, absolut. Also ich mag das Framework sehr gerne, aber das ist für einen bestimmten Zweck erfunden worden und für ein bestimmtes Anwendungsgebiet, also eigentlich für Produktentwicklung. Und wenn ihr ein Unternehmen habt, das halt sehr stark eher im Dienstleistungssektor ist oder in einem Sektor, wo wiederholende Prozesse stattfinden, dann würde ich nicht Scrum wählen. Ja? Also das heißt, der Werkzeugkoffer ist stark gefüllt mit Frameworks und mit Strukturen und Methodiken und Methodologien. Aber ich muss mir das wirklich im konkreten Fall anschauen, welches Werkzeug ich für diesen wirklich konkreten Fall dann verwende. Ja. Danke. Bitte, gerne. Ja, wir haben auch die 17 Uhr erreicht. Das heißt für uns, wir sind heute, glaube ich, durch. Ich sage mal von meiner Seite herzliches Danke fürs Dabeisein. Ja, ihr seht es dann auch wieder bei der, also es gibt dann die Links, das wird auf dem YouTube-Kanal wieder hochgeladen und auf Slideshare findet ihr die Präsentationen. Vielleicht ein kleiner Hinweis noch, wir haben am 14. und am 15. Oktober die Agile Austria Conference, diesmal online. Also wenn ihr online dabei sein wollt, geht das auch bei der Konferenz dieses Mal. Und noch dazu mit einer freiwilligen Spende, ja, weil wir haben gesagt, der ganze Reinerlös wird für das SOS Kinderdorf gespendet. Also ihr könnt den Ticketpreis selbst wählen. Es gibt nur minimal 1 Euro, damit man das Ticket überhaupt kaufen kann. Also das ist schon vorhanden. Aber ganz cool, was wir heuer eingeführt haben, ist, wenn jemand mehr wie 30 Euro spendet, dann seid ihr bei einer Online-Weinverkostung dabei. Also wir haben auch ein Sommelier und wir verschicken ein Weinpaket aus für alle, die mehr wie 30 Euro spenden. Haben einen ganz sozialen Netzwerk-Event dann am Abend auch noch dabei. Vielleicht habt ihr Lust. Sonst, nächste Folge. Habe ich einen Termin jetzt nicht im Kopf. Hast du den, Christoph? Aber wir schicken ihn wieder aus für agile Transition Nachbereitung dann, ja. Ja, kommen dann wieder auf den ganzen Medien, LinkedIn-Event, Meetup und auch in unserem Newsletter wird man es wieder finden, ne? Genau. Ja. Ja, auch von meiner Seite, schönen Abend. Danke fürs Dabeisein. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis bald. Danke, ciao. Dankeschön. Ciao. Tschüss.